Hallo YouTube und herzlich willkommen auf EU2KTV zu einer neuen Folge von WW2K17 My Career. Und heute habe ich eine kleine Ankündigung zu machen. Und zwar ist ja heute die 155. Folge, wo ich auch an dieser Stelle einfach mal ein großes Dankeschön an alle meine Zuschauer aussprechen möchte. Auch für die vielen Kommentare, die in den, ja, gerade sage ich mal, letzten 4 bis 6 Wochen kamen. Hat mich echt ziemlich gefreut, mit euch zu diskutieren. Auch auf eure Wünsche einzugehen, was hier Fädenpartner betrifft und einfach mit euch zu diskutieren, was ihr so vom Spiel haltet. Und ja, ich habe mir überlegt, ihr habt es ja wahrscheinlich selber schon gemerkt, das Spiel macht mir einfach nicht mehr so den Spaß und nach einem knappen halben Jahr, ja, ist noch nicht ganz ein halbes Jahr her, aber gut, ein knappes halbes Jahr kann man schon sagen, ist meiner Meinung nach einfach die Luft bei dem Spiel raus. Und deswegen habe ich mich dazu entschieden, dass ich jetzt noch das Jahr 2017 hier abschließen werde. Wir haben jetzt die erste Woche im Oktober und dann einen Cut machen werde. Das heißt, wenn wir hier durch sind mit dem Jahr 2017, wird es keine Karrierefolgen mehr von WWE 2K17 geben. Sicherlich wird es da nochmal Orakel geben oder so. Und da möchte ich auch noch gerade dazu sagen, ich habe ja keinen Orakel für Fastlane gemacht. Das liegt einfach wirklich daran, ich habe momentan auf dieses Spiel ja echt nicht mehr so Lust. Und ich spiele es eigentlich nur noch, weil einige von euch gesagt haben, auch bitte macht doch weiter und so. Das ist eigentlich der einzige Grund, weil ich noch weitermache. Aber bei mir ist einfach wirklich jetzt so eine Grenze erreicht, wo ich sagen würde, es reicht mir jetzt. Was aber auch natürlich daran liegt, dass das Spiel von Patch zu Patch eher schlimmer wird. Also ich kann zum Beispiel immer noch nicht mein T-Shirt-Design ändern, was mich jetzt echt schon seit 6 Wochen total annervt. Und deswegen ist jetzt einfach der Zeitpunkt gekommen, um ja zumindest anzukündigen, dass wir jetzt noch gute 27 Folgen oder so raushauen werden. Und dann werde ich mich neuen Projekten widmen. Aber wie gesagt, komme ich nicht aufs Wort, verdammt. Die Orakel. Orakel war das Wort. Ich war jetzt irgendwie bei P, keine Ahnung. Auf jeden Fall, die Orakel werde ich sicherlich rausholen. Gerade zu WrestleMania wird es auf jeden Fall Orakel geben. Aber die Karriere wird eingestampft. Auch wenn es bei den Heyman-Herausforderungen jetzt zum Beispiel noch ist, 365 Tage den Titel halten, um das Hauptziel abzuschließen. Das werde ich auf gar keinen Fall erreichen. Weil wenn man das jetzt mal hier sieht, wir haben jetzt 169 Tage den Titel. Das heißt, wir müssten ungefähr noch 100 Folgen mindestens haben, um irgendwie diese 365 Tage zu erreichen. Und ne, muss ich sagen, habe ich wirklich keinen Nerv mehr drauf. Zumal dann auch so der Zeitpunkt gekommen ist, wo wahrscheinlich auch schon 2K18 angekündigt wird. Und dann ist einfach wirklich Schluss. Zumal dann auch in guten 3 Monaten der Sommer ist, wo ich mich dann auch wahrscheinlich auch wieder total anderen Spielen widmen werde. Ich denke mal, Formel 1 wird rauskommen und Red Dead Redemption ist auch in den Startlöchern. Deswegen, Project Cars wird angekündigt, also da kommt auf jeden Fall ein Haufen, was ich euch dann wieder an Videos präsentieren werde. Aber gut, ich würde sagen, wir machen erstmal mit der heutigen Folge weiter. Und zwar haben wir selbstverständlich mal wieder ein Match gegen Brock Lesnar. Wir haben ja die Fehde mit Kalisto abgeschlossen, endlich, nach langen 3 Wochen. Und ich würde sagen, wir stürzen uns noch nicht in eine neue Fehde, denn ich möchte ja irgendwie mal wieder Face werden. Vielleicht klappt das ja noch in diesen 3 Wochen, deswegen mache ich mal eine Eigenwerbung. Ja, und wir legen einfach mal los. Jo, und da sind wir bei Raw. Ich bin gespannt, Eigenwerbung kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern, weil ich habe mich ja sonst immer in neue Fäden reingestürzt. Also die Fäde wird, wenn ich merke, dass diese Eigenwerbung nichts bringt, hier in Sachen Face-Status, dann wird definitiv auch wieder eine neue Fäde in die Wege geleitet. So, dann legen wir doch direkt mal los. Ja, kommt er zum Ring. Ausgebuht wird er. Respektloses Volk hier. Sollen das?
Das war übrigens die schlechteste Entscheidung, die ich getroffen habe in dem Spiel. Aber gut, da konnte auch keiner ahnen, dass dieses Spiel so verbuggt ist, dass man gar keine Chance mehr hat, Face zu werden. Na, schauen wir mal, vielleicht tut sie ja mittlerweile was. So, ich bin zum Kämpfen hier. Das ist meine Lieblingsstadt. Das hauen wir doch mal raus. Sehr schön. Verdammt, es ist so schön hier zu sein. Das ist meine Lieblingsstadt. Ihr seid immer so ein tolles Publikum. Ob ihr Superstars anfeuert oder ausfeuert, ihr seid immer voll dabei. Also applaudiert euch mal selbst und macht ordentlich Radau. Okay, wenn ich jetzt solche Vorlagen immer bekomme, dann soll es ja eigentlich kein Problem sein, wieder Face zu werden. Aber ich sehe es schon kommen. Ich werde jetzt hier mit der Promos erreichen, dass wir hier ein gutes Achtel oder so wegschaffen. Und dann machen wir ein Match und dann ist das alles wieder weg. Ich war mal genauso naiv wie ihr alle. Macht es euch bequem. Ich werde ungeduldig. Macht es euch bequem. Jawohl, Bonus für starke Reaktion. Mitglieder des WWE-Universums. Warum sinkt oder steigt denn jetzt bitte wieder mein Heal-Status? Hier vor Ort zu Hause, macht es euch bequem. Sorgt dafür, dass ihr alles habt, was ihr braucht. Holt euch eure Snacks, eure Getränke und jetzt setzt euch hin. Denn ich muss euch was sagen. Ja genau, das war natürlich jetzt auch eine Aussage, womit man eindeutig sich als Heal herauskristallisiert. Aber ich bin wieder Familienfreund. Der familienfreundliche Heal ist zurück. Das Universum ist kacke. Ich warte, bis ich dran bin. Benennen wir den nächsten Paper. Mein neues Ich. Mein neues Ich. Schlechte Wahl. Ich war schon zu lange faul in der WWE. Ich habe zugesehen, wie andere Superstars aufsteigen und mich zurücklassen. Es ist Zeit für Veränderungen. Es ist Zeit für mein neues Ich. Ein neues Ich, das mutiger, schneller, besser, stärker und aggressiver ist. Eines, das sich auf mich und meine Bedürfnisse konzentriert. Ich habe eigentlich das jetzt so gedeutet, dass der jetzt sagt, ja, hier, ich bin jetzt wieder voll cool mit euch. Aber dem ist wohl nicht so. Da sind wir wieder hier beim vollen Status hier bei Heal. Ich habe schon alles gemacht, ich werde doch schon von allen geliebt. Das geht raus an alle, wir können heute Geschichte schreiben. Wir können heute Geschichte schreiben. Jawohl, da sinkt der Status wieder. Über manche magische Momente redet man noch Jahrzehnte später. Das hier ist einer dieser Momente. Wenn ich bekomme, was ich will, schreiben wir im Ring heute Geschichte. Wir werden dem WWE-Universum eins der besten Matches aller Zeiten bieten. Ja, vor allem gegen Brock Lesnar. Wo wir wieder mit einer riesen Motivation rangehen werden. Ich bin ein Glückskind der Natur, für immer vernichtet. Ich habe eine Rechnungsbegleich und kommt an Bord, solange es noch geht. Toll, ey. Und schon wieder steigt mein Status. Deshalb bin ich der provokante Superstar. Die Superstars hinter den Kulissen wissen sicher nicht, wie sie jetzt denken sollen. Sie haben Angst vor dem, was kommt. Aber die Antwort ist einfach, ihr seid für mich oder gegen mich. Kommt an Bord, bevor das Schiff den Hafen verlässt. Sonst werdet ihr elendig ertrinken. Ende der Geschichte. Alter, das ist ja voll der Sektenführer. Das war natürlich jetzt genau diese Aussage, war jetzt aus diesem einem Absatz herauszulesen, oder? Habt ihr auch damit gerechnet, dass jetzt sowas kommt? Oh, Triple H. Da wenigstens etwas. Könnte bedeuten, dass The Authority jetzt unseren Main Event ändert. Und wir nicht gegen Brock Lesnar ran müssen, was sehr cool wäre. Moin Hunter. Hält ziemlich viel von dir und auch das Universum hält ziemlich viel von dir. Ich bin nicht ganz überzeugend, ich weiß nicht, ob ich jemals ganz sein werde, aber heute bin ich mal mit Überzeugen dran. Ich werde diesen Leuten zeigen, was ich mit dir richtig liege. Nee, dass ich mit dir richtig liege, indem ich dich in ein Steel Cage Match stecke. Jawoll. Jawohl, mein Heal-Status ist ein bisschen gesunken. Und sehr schön, wir haben ein Steel Cage Match. Schauen wir mal, ob das auch gegen den Brock Lesnar ist. Gegen Kevin Owens, das ist schön. Gegen den haben wir lang nichts mehr hier irgendwie so gehabt. Mal schauen wir mal. In just moments, ladies and gentlemen, we will have competitors locked inside. Da war die Eigenwerbung auf jeden Fall doch nicht so schlecht. Ich glaube, da bleiben wir erstmal ein bisschen dabei. We have one of the best talents on the roster to date versus Kevin Owens. So.
Würdest du dir Brock Lesnar freuen? Übrigens esse ich gerade Milka-Schokolade. Was jetzt keine Produktplatzierung sein soll. Man sieht sie ja sowieso nicht. Aber ich finde die neue Set von Milka, oh, die ist so Porno einfach, die Schokolade. Habe ich als kleines Kind gerne gegessen. So. Ja, komm, bla bla bla. Kennen wir. KO, den lassen wir, oder? Weil den haben wir schon lange nicht mehr gesehen. Der frisch entthronte Universal Champion. Wo ich sagen muss, ich finde es zwar witzig, dass Goldberg wieder Champion ist, aber die Art und Weise ist meiner Meinung nach unter aller Sau. Mir geht diese Teilzeit-Scheiße einfach unheimlich auf die Nerven. Erst war es Brock Lesnar, jetzt ist es Goldberg. Brock Lesnar, der hat ja jetzt noch Matches gezeigt, aber Goldberg, was macht der? Der zeigt seinen Jackhammer, vorher noch den Spear und dann war's das. Oh, wird runtergelassen. Konnte ich keinen Stollen machen. Ah, doch, da war das. Zumal, ihr müsst mal darauf achten, in diesen 20-Sekunden-Matches, wie Goldberg da am Pumpen ist. So geht's mir, wenn ich hier, keine Ahnung, 10 Kilometer gelaufen bin. Selbst dann öle ich nicht so. Und der ist anscheinend schon von seinem Lauf zum Ring, ist der so fix und fertig. Jawohl. As expected, Kevin Owens has been no nonsense from the start of this match. That's just the way he plays the game, Michael. No nonsense, no questions asked. So interessant, meiner Meinung nach ist nämlich, von Patch zu Patch wird irgendwie die Konsole oder der Lüfter von der PlayStation immer lauter. Ja, dankeschön. Ich muss ja auch sagen, ich war von Kevin Owens als Champion nie so überzeugt. Also der könnte ein verdammt cooler Champion sein, aber ich fand seine Darstellung einfach scheiße. Und ganz ehrlich, ich hätte lieber bei WrestleMania Chris Jericho gegen Kevin Owens um den Universal Title gesehen, als jetzt Goldberg gegen Brock Lesnar. Vor allen Dingen, wie soll das denn ablaufen? Goldberg hat Brock Lesnar beim, was war das? War das Survivor Series? Glaube ja. Da hat er ihn gedemütigt, indem er ihn hier in Rekordzeit abgefertigt hat. Und dann beim Royal Rumble rausgeschmissen. Und wie soll das denn werden dann bei WrestleMania, dass das glaubwürdig ist? Ah, natürlich wieder der Reversal. Das ist auch so ein Grund, warum ich einfach keine Lust mehr auf das Spiel habe. Fertig den Typ so extrem ab. Und dann kommt hier so Reversal out of nowhere. Zu früh am Arsch. And that's why the adage holds true. There's a first time for everything. I think you're right. I believe that's the first time he's ever attempted this. Alter. He was one step ahead on that one. Was macht der denn? Ich dachte, geil, der nutzt das jetzt irgendwie und dann hüpft er da vorbei. Dankeschön. Hätte ich sogar drücken können, wenn ich jetzt mal nicht wüsste. Oh, wieder zu spät. Geil. Jetzt haben wir ihn. Ja, nächste Reversal, warum auch nicht? Ja, komm, ey. Soll ich den hier noch drücken? Wieder zu spät, ist klar. Ist klar. That's a good point, Michael. And I'm also starting to wonder if he's starting to lose confidence in his finisher. Ja, genau. Ja, packen wir mal wieder die Fäuste aus hier, mein Freund. Meine jahrelange UFC-Karriere hier. Hat man hier gezeigt. Nice reversal there.
My God, his body's been through hell, and his ribs have bore the brunt of the attack. Man, I hope we can get a doctor out here as a precaution. So, mein Junge. Ribs like that can make it hard to breathe. Warum steht er denn direkt wieder auf nach sowas? Wollt ihr mich verarschen? Sudele. Ach komm, ey, hör mir doch auf. Warum hängt denn der da so? Tschüss. Ja, gewonnen. Ah, das war geil. Da verpasst du mir den Running Power Slam. Davy Boy. Und... Ja, egal. Stehen wir direkt auf. Roman Reigns Modus hier. Ja, Leute. Was war denn das Match? Kleines Squash-Match. Meiner Meinung nach ein passendes Match zu einer Folge, wo ich euch mal meine Gefühle zum Spiel mitgeteilt habe. Ich denke mal, das habt ihr wahrscheinlich sowieso alle gemerkt. Ja, Hauptsache mein Heal-Status ist wieder nach oben gegangen. Ich habe ja nur gegen Heal gekämpft. Lächerlich. Lächerlich. Jo, dann würde ich sagen, gucken wir mal, was bei SmackDown morgen abgeht. Ich würde sagen, hier bei SmackDown machen wir dann morgen nochmal eine Eigenwerbung. Oh, was haben wir denn hier Feines? Sowas gab es ja lange nicht mehr. Ein Battle Royale, das ist cool. Da freue ich mich drauf. Ne, dann lassen wir die Eigenwerbung, weil nicht, dass wir doch wieder ein anderes Match gesteckt werden, weil das ist was, da habe ich echt mal Bock drauf. Ja, Leute, dann würde ich sagen, war's das für heute. Dann werden wir, weil es hat ja sowieso nichts gebracht, hier den Heal-Status irgendwie mit der Eigenwerbung zu verbessern, dann werden wir übermorgen bei Raw dann wohl die Fehde gegen Bray Wyatt in die Wege leiten, damit wir die wenigstens noch fertig bekommen, weil das ist noch so ein Wunsch von mir hier in den letzten Folgen. Deswegen... Wenn euch die Folge heute gefallen hat, lasst mir noch mal einen Daumen nach oben da, schreibt mir ruhig was in die Kommentare und wenn ihr noch kein Abonnent seid, dann hinterlasst mir noch ein Abo, würde mich sehr, sehr freuen. Ich bin auf jeden Fall jetzt raus, wünsche euch allen noch einen schönen Tag, lasst euch gut gehen, bis morgen und ciao.